Aloha, meine Lieben, und willkommen zu einem völlig spontanen Video. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen und wollte mich einfach sofort vor die Kamera setzen mit der kleinen Joda. Ja, die hat natürlich mich vermisst und will jetzt spielen, aber sie muss ganz kurz warten, weil ich muss jetzt gerade irgendwie das alles rauslassen. Das war gerade so, so inspirierend, dieser Tag. Und ja, warum, das erfahrt ihr jetzt. Also, dieser Tag hat an sich total fürchterlich begonnen. Und es zeigt mir mal wieder, wie ein Tag beginnt, heißt nicht, wie er enden muss. Vor allem nicht, wenn er nicht gut beginnt oder scheiße beginnt. Es gibt ja so Tage, da wacht man auf und es geht einem irgendwie schlecht oder man fühlt sich nicht wohl. Es ist, als wäre man irgendwie mit dem falschen Bein aufgestanden oder es passiert direkt irgendwas oder. Und bei mir war es heute so ein Tag. Ich bin heute Morgen aufgewacht und es ging mir nicht gut. Ich weiß nicht warum, aber ich war total unruhig und irgendwie hatte ich so ein beklemmtes Gefühl in der Brust und ich wollte gar nicht wirklich aufstehen. Und dann hatte ich heute ja mir einige Aufgaben vorgenommen, wie ich das mittlerweile so jeden Tag mache, und hatte aber überhaupt gar keine Muße, diese Aufgaben zu erledigen. Also ich war wirklich so, okay, heute geht gar nichts. Und dann kann ich das ja mittlerweile, dass ich dann sage, okay, wenn ich merke, es geht heute gar nichts, dann geht heute gar nichts und dann mache ich auch gar nichts. Also habe ich mich mit den Katzen aufs Sofa gelegt und einfach ein bisschen YouTube und Serien geschaut und so nichts gemacht. Ja, und so vor mich hingegammelt, alles gut. Und dann irgendwann kam so dieser Impuls, als diese wunderschöne Sonne heute rauskam und Joda dann in der Küche auch in der Sonne saß und ich dann auch kurz runtergegangen bin mit den Katzen in den Garten, dass die ein bisschen rumwuseln können, habe ich mir gedacht, die Sonne ist so schön. Ich glaube, das würde dir echt gut tun, jetzt ein bisschen rauszugehen. Also, ich wollte heute eh auch in die Stadt gehen und noch ein paar Besorgungen machen fürs Wochenende. Und die habe ich dann aber vor mir hergeschoben. So, ich dachte heute, na gut, mir geht's heute nicht gut, dann willst du auch nicht in die Stadt, passt schon. Aber dann dachte ich mir, es ist so schön mit dieser Sonne. Und wenn ich dann in die Stadt laufe, ich fahre selten mit der Bahn rein, ich laufe mal lieber, egal bei welchem Wetter. Und dann dachte ich, dann kommst du am Main entlang und es ist so schön. Und ja, okay, dann gehst du eben doch Besorgungen machen. Und dann bin ich losgestratzt. Und es war mir das Beste, was ich machen konnte. Also es war so schön mit der Sonne heute. Es war unglaublich schön warm. Und während des ganzen Spaziergangs hin, während des Spaziergangs zurück, während des Laufens durch die Stadt bin ich einfach übergequollen irgendwie vor Energie und vor Inspiration und Ideen und guter Laune und oh, es geht mir so gut und es war so schön und so heilsam und so ein paar der Gedanken, die ich heute hatte, möchte ich versuchen mit euch zu teilen. Es war irgendwie so viel, dass es wahrscheinlich jetzt nur ein Teil davon wird und ich weiß auch gar nicht, ob ich es euch so rüberbringen kann, wie ich es empfunden habe. Aber ich versuche es einfach mal. Und zwar, wir hatten ja schon mal, ein Tag muss nicht so enden, wie er angefangen hat. Das ist immer schön, sich das in Erinnerung zu behalten. Es ist schön, dass ich mir auch diese Auszeit gegönnt habe, wodurch ich dann wieder auch Energie hatte, rauszugehen. Oder dass ich auch dann diesem Impuls gefolgt bin, dieser Intuition, hey, Sonne, rausgehen tut dir gut. Hat es total. Und als ich zum Beispiel dann erstmal in die Stadt reingelaufen bin und dann bin ich über die Brücke gelaufen, laufe ich meistens über den alten Steg oder Eiserner Steg, so. Den Eisernen Steg, nicht die alte Brücke, den Eisernen Steg. Und stand dann da auf dem Steg, habe aufs Wasser geschaut, in die Sonne und dachte mir, wie schön ist es, zu genießen zu können. Weil, ja, vor 2 Jahren oder so, ne, vor 2, 3 Jahren hätte ich das noch gar nicht genießen können. Vor 2, 3 Jahren wäre es Stress gewesen, irgendwie in die Stadt zu laufen und so viele Menschen um mich herum zu haben. Da hätte das noch meine Angst getriggert. Ich wäre unruhig gewesen. Und jetzt macht mir das überhaupt nichts mehr aus. Und ich stand da und ich konnte total das Wetter genießen, den Ausblick genießen, wobei ich das bei jedem Wetter auch genieße. Und es hat mich überhaupt nicht gestört, dass so viele Menschen um mich rum waren. Es war so toll. Und ich habe wieder mal erkannt auch, dass mir die Angst eine zweite Chance gegeben hat und wie so ein Neuanfang im Leben. Weil früher wäre ich vielleicht einfach so über diese Brücke gelaufen. Okay, wenn Sonne ist, die Sonne konnte ich auch genießen, aber ansonsten wäre ich vielleicht einfach da drüber gelaufen, so Menschen, Wetter nicht so gut. Aber jetzt ist es so, dass ich so viele Dinge genieße, auch weil auch die kleinen Dinge und einfach, weil ich jetzt auch eben den Unterschied kenne. Also ich weiß auch, wie es ist, wenn man etwas nicht kann und etwas nicht genießen kann. Und jetzt genieße ich dann die Dinge umso mehr. Ja, auch wo andere Leute vielleicht denken, oh, nervig oder ist doch nichts Besonderes.
Aber ich habe gelernt, dass alles etwas Besonderes sein kann. Und etwas anderes noch, was mir dieser Tag heute gezeigt hat, ist, dass ich früher unglaubliche Widerstände in mir hatte. Dazu möchte ich dann aber auch nochmal ein anderes Video machen. Ich habe, oh Gott, so viele Videoideen und da werden wahrscheinlich eh die meisten von mir wegfallen, weil ich sie vergesse. Aber dass ich zum Beispiel mich früher ja unglaublich gegen Frankfurt gewehrt habe und mittlerweile es fast genauso genießen kann, wie in der Natur zu sein. Natürlich ist es noch was anderes, in der Natur zu sein, aber es stört mich nicht mehr, in der Stadt zu sein, unter vielen Menschen zu sein, einfach weil ich mich nicht mehr davon stören lasse, einfach weil ich diesen Widerstand in mir nicht mehr habe. Und früher habe ich mich auch darauf konzentriert, ach, es lächeln ja so wenig Menschen und die Menschen sind ja so gestresst. Mittlerweile habe ich meinen Fokus einfach auf was anderes gelegt, so von wegen, hey, andere Menschen sind auch glücklich und jeder hat so seine Lebensgeschichte und jeder ist was Besonderes. Und wenn ich mich dann umsehe, dann sehe ich plötzlich Pärchen, die glücklich sind und Menschen, die lächeln. Natürlich nicht nur, aber meine Sichtweise hat sich verändert und deswegen nehme ich andere Dinge jetzt stärker wahr. Und kann überall auch die schönen Dinge sehen oder auch die Dinge, die ich nicht schön finde, dass sie mich trotzdem nicht runterziehen oder negativ beeinflussen. Und diese Freiheit, die ich hatte und diese wunderbare Energie, die ich gespürt habe und die mich einfach erfüllt hat. Und ich bin so übergequollen vor Videoideen und vor Videoprojektideen, wo ich euch auch noch teilhaben lassen werde und auch noch einen Aufruf machen werde und. Und ihr seht vielleicht hinter mir, wenn es mal wieder klappt mit dem Greenscreen, dann habt ihr jetzt vielleicht das Video über einfach ein paar Fotos von Frankfurt gesehen, die ich heute auf meinem kleinen Spaziergang gemacht habe. Und das soll euch gar nicht irgendwie zeigen, dass Frankfurt jetzt total schön ist. Ich habe viele Städte schon gesehen und es ist bei weitem mit Abstand nicht die schönste Stadt. Ja. Es gibt viel, viel schönere Städte, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht nicht darum, irgendwo zu leben oder zu sein, wo es irgendwie möglichst schön und toll ist. Natürlich ist es toll. Also ich würde total gerne auch auf Flores leben. Das kennt ihr im Reisevideo noch nicht. Da kommen wir dann zum Schluss dazu. Das dauert noch ein paar Folgen, Reisevideo. Aber das war eben ein absolutes Paradies. Oder nicht komplett, aber sehr schön. Aber ich bin so froh, dass ich mich jetzt mittlerweile davon frei machen kann, oder nicht komplett, aber weitestgehend davon frei machen kann, dass ich eben nicht nur da glücklich sein kann, wo ich mich mega wohlfühle, wo alles perfekt ist für mich oder so, sondern dass ich mich immer mehr davon frei machen kann und in mir dieses Glück habe und diese Schönheit und sie auch dann wieder in allem wiederfinden kann. Je mehr Schönheit in mir ist, je mehr Achtsamkeit ich auf die Schönheit lege und auf diese kleinen Details und Augenblicke, desto mehr finde ich das auch im Außen. Und dann sehe ich nicht nur irgendwie Müll oder Stadt oder was weiß ich was, irgendwie Menschen, die schlecht drauf sind oder was weiß ich, sondern dann sehe ich eben die schönen Dinge in diesen ganzen Dingen oder diese kleinen Dinge. Und ich finde, das ist kein Verdrängen, weil ich nehme auch andere Dinge wahr. Ich weiß, ich kenne beide Seiten. Aber ich weiß auch, dass wenn ich jetzt mich nur auf die negativen Dinge konzentriere, dass an diesen negativen Dingen nichts ändert. Es ändert aber was an mir. Und genauso, wenn ich mich auf die positiven Dinge konzentriere oder auch konstruktiv einfach etwas wahrnehme, so hey, vielleicht, wie könnte ich denn da was verändern zum Beispiel? Oder oh, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ja, was kann ich denn da tun, dass es anders wird oder besser wird? Dann verändert das mich auch, aber zum Positiven. Und es gibt mir viel mehr Lebensfreude, es gibt mir viel mehr Energie und die kann ich dann auch wieder weitergeben. Und es hilft mir auch, das Leben einfach wirklich wieder neu zu entdecken, jeden Tag. Und ja, mich überall wohlfühlen zu können. Und viele Dinge eben auch einfach schätzen zu lernen. Ja, und ich bin mal gespannt, ob ich diese ganzen Ideen, die ich heute so gesammelt habe, umsetzen kann. Ich würde mich natürlich riesig freuen und hab mir schon so meine Notizen gemacht. Gucken wir einfach mal. Das, was nachher auf Video kommen soll, das wird kommen und der Rest eben nicht. Ja. Aber vielleicht konnte euch das heute ein bisschen inspirieren und geht raus, egal ob Sonne ist oder nicht und guckt euch einfach mal um. Vielleicht wertungsfrei, vielleicht auch mal mit dem Blick auf einfach die kleinen Dinge und vielleicht auch mal einfach die Sichtweise um 180 Grad gedreht. Probiert es einfach mal aus. Spielt mal mit euren Gedanken. Spielt mit eurer Wahrnehmung. Spielt mit eurer Achtsamkeit. Und guckt, was da so alles passieren kann.
Dankeschön fürs Zusehen und vielleicht sehen wir uns ja auch im nächsten Video wieder. Macht's gut.